Also wir sind ja nun aufs Dorf wieder gezogen, ja? Und ich habe ja früher schon erwähnt, wenn man zum Beispiel so nach Weddel zieht oder nach Schandela, eigentlich das Erste, was man machen muss, ist in die Freiwillige Feuerwehr eintreten. Ich habe es in Weddel nicht gemacht, da war ich aber natürlich sofort im örtlichen Fußballverein dabei. Aber in Kramme, beim letzten Osterfeuer, zack, sofort Freiwillige Feuerwehr. Und ich wurde auch gleich gefragt, super, sollen wir dir hier so einen Lord-Helmchen-Helm hinhängen und so eine Feuerwehruniform? Nee, nur passiv. Damit ihr helft, wenn mein Haus brennt. Aber was natürlich auch so im Dorf, und das finde ich total abgefahren, was so passiert. Stille Post. Stille Post ist ja das Irreste, ne? Und neulich sehr, sehr gute Bekannte und ganz liebe, nette Leute aus dieser Ortschaft, dem wurde neulich zugetragen, sag mal, ich habe gehört von jemandem, der gehört hat, der wiederum gehört hat, ihr habt oben im ersten Stock eine Hanfplantage. Wenn ihr die beiden super netten Leute seht, dann wären das die Letzten, die Hanf anbauen würden, geschweige denn das konsumieren würden. Würde man das über mich sagen, würde ich sagen, ich muss mich nicht wundern, aber wenn ihr mich da in diesem Dorf sehen würdet, ich setze meine Perücke ab. Nein, ich habe dann immer ein schwarzes, so ein Schlauchtuch über den Kopf gezogen. Das sieht aus von mir, oh, der arme Mann ist bestimmt ganz dolle krank oder hat eine Glatze, die er nicht zeigen will. Also von daher passiert mir das nicht. Aber könnt ihr euch das vorstellen, wie irre das, wie schockierend das für diese beiden Leute war, als es dann hieß, ihr habt eine Hanfplantage oben im ersten Stock. Es stellte sich dann heraus, es war dann letztendlich einfach nur das Abzugsrohr einer mobilen Klimaanlage, was so verdächtig aussah. Also, wenn ihr da in diesem Kreis wohnt, seid vorsichtig, was ihr nach außen hängt. Ja? Also auch eine Wäsche kann schon verdächtig sein. Zum Beispiel ein Schlüpfer mit den Reggae-Farben. Hanfplantage. Okay, das nächste Stück für diesen Scheißsommer, den wir hatten, es heißt Sweet Summer.
Dankeschön, vielen Dank. Ich bin hier neu.